Hallo und schönen guten Abend. Ja, wie jede Season gibt es heute den kleinen Seasonal Quest Line Story Playthrough. Ich habe schon eine Level 1 Zork erstellt und ich würde sagen, ich lege gleich direkt los. Allerdings ist das Video ein bisschen gecuttet und zwar, ich spiele erstmal den ganz Anfang, werde diesen Char später komplett hier hochgrinden quasi und schalte mir alle weiteren Quests frei, weil man die mit diesem Motherboard erst freischalten muss, damit ich danach alle am Stück spielen kann. Deswegen nicht wundern, dass nach der ersten Quest da wahrscheinlich ein harter Cut kommt und dann ein paar Tage übersprungen werden. Aber gönnen wir uns erstmal komplett den Anfang und erstmal schauen, was da so abgeht. Ich drehe mal den Ton ein bisschen hoch direkt. Hier die Gesamtlautstärke, denn wir wollen ja auch was hören. 39, damit es schön laut ist. Sound hört man in der Aufnahme. Yep. Wunderbar. Ich hole mir kurz eine kleine hier Secret-Waffe. Und zwar ist es nicht eine Waffe, es ist eine Offhand. Hier. Krasse. Nein, wo war sie? Hier. Ich habe eine Ancestral Offhand, die man auf Level 1 tragen kann, die keine Levelanforderung hat. Wo ich die bekommen habe in der Season. Aber dann habe ich jetzt 1700 Angriffsstärke. Habe ich euch da gerade für diesen Tribunenschmutz beten gehört? Nur dafür, dass uns das Licht vor ihnen beschützt. Hey, hier werden die Leute blöd angemacht. Auf der Straße. Was ist da los? Ah, Wanderin. Wie schön, dass es euch interessiert. Kennt ihr die Triune? Die Wahnsinnigen, die die Fluten der Hölle mit sich bringen? Nun, wir haben einige in unseren Rängen erwischt, die ungeahnte Übel planten. Die Wanderin? Ich schwöre, ich bete nur für die Erlösung. Erlösung? Dann betet mal schön. In ihren Reihen. Das ist eine hier Crusaderin, oder? Tempelritterin hier aus der Stadt, aus Somerset. Ich sah, wie die Schwachen erstarkten. Ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labte. Ja, es ist auch von Lämmern und Wölfen. Das ist der Lockrun, ja. Das ist kein Gebet an das Licht. Woher kennt ihr Ratnas Prophezeiung? Meine Mutter hat das oft gesagt. Stimmt. Es hat unserer Familie vor ihrem Tod Hoffnung gegeben. Der Anfang von der Prophezeiung. Viele von uns sind verloren. Aber wir, die wir uns an sie erinnern, beten für eine neue Hoffnung. Unser Haus liegt südwestlich der Stadt. Ihr solltet uns zum Essen besuchen. Dann können wir uns weiter über Lämmer und Wölfe unterhalten. Wir zünden eine Kerze für euch an. Wir haben die auch einen von der Triune aufgehangen. Wir nehmen jetzt irgendeine von den, Was sind, warte mal, das sind keine Crusader, das sind Paladine, gell, hier. Das sind Paladine, das ist immer ein bisschen Unterschied. Also Kreuzritter, Paladine und Templer. Auch wenn sie alle hier, Sakharum-Kirche sind. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Okay. Hier ist denn ihr Haus. Ich hoffe, es backt nicht. Nähert euch der Tür. Ich sah, wie die Schwachen erstarkten. Oh, das macht Prophezeiung. Muss ich weitermachen? Ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labte. Zumindest ganz in der Intro-Sequenz von Diablo 4, wo man später in die Hütte geschleppt wird, steht ja auf dem Bildschirm die gesamte Prophezeiung da so. Kann man sie wirklich durchlesen. Und es gab auch letztens mal so ein Ratma-Video auf YouTube vom offiziellen Diablo-Channel. Ich mag das mit den Prophezeiungen. Wie damals in D3 hier, Endzeit-Prophezeiung von Kane. Hat ja auch quasi schon so Maltail uns angekündigt. Ihr entzündet die Feuer! Die Wanderin ist hier! Bewahrt Ruhe! Ganz ruhig! Ich habe die Wanderin eingeladen, unser Gast zu sein. Unser was? Euer Gast, ihr seid von der Triune? Wir sind die Triune der Mutter. Oder das, was von ihnen übrig ist. Die meisten unserer Brüder haben sie verstoßen. Sie empfangen die Hölle mit Freude in unserer Welt. Wir wollen diese Ketzer zerstören, wie ihr es wollt. Nun, ich weiß, wie viel Blut zwischen uns vergossen wurde. Aber die Fluten der Hölle steigen. Genauso, wie die Mutter es prophezeit hat. Niemand kann sie alleine aufhalten, auch ihr nicht, Wanderin. Wir können euch sagen, wie ihr die Triune findet.
ihre Dämonen zerquetscht, euch sogar deren Macht zu eigen machen könnt. Was sagt ihr? Das ist ganz schön, weil die Season Quest sollte ja so ein bisschen nämlich an die Hauptstory anknüpfen. Und das ist ja eigentlich anknüpfen an die Hauptstory, wenn das die Teune der Mutter sind. Das sind im Endeffekt dann die Gefolgsleute von Elias, die nach der Hauptstory noch so üblich geblieben sind. Die eigentlich alle von Hass so ein bisschen zerfressen sein sollten, weil die Blüten geschluckt haben wahrscheinlich. Was, wenn ich mich weigere? Wenn ihr gehen Frage. Wollt, kann euch niemand von uns aufhalten. Das habt ihr uns schmerzlich deutlich gemacht. Ich könnte es versuchen. Ja. Estelle! Probier mal. Ich habe den Preis eurer Macht gesehen. Und wir haben die Kosten eurer Macht gesehen. Ritter der Reue zu töten, dem flüsternden Baum zu dienen, die schwarze Gruft zu entweihen. Ja. Eine Spur aus Blut, Tod und Blasphemie. Alles zum Wohle Sanctuarius. Ey, cool, wie viele Gesprächsoptionen es hier gibt. Eure Freundin scheint bei anderer Meinung zu sein. Estelle mag vielleicht stur sein, aber... Ich? Ach was, wir sind doch alle Freunde. Naja, ihr habt unsere Brüder abgeschlachtet und unsere Mutter getötet, aber egal. Schnee von gestern, nicht wahr? Ja. Wenn jetzt alle Freunde sein. Na schön, wie lautet euer Angebot? Gebenedeite Mutter. Für den Anfang bieten wir einen Vorgeschmack auf die Macht der Mutter. Euer Geburtsrecht. Oh, sicher. Warum nicht? Dafür brauchen wir ein kleines Opfer. Nichts allzu Unschönes. Geht und besorgt mir eine Khazra-Leber. Passt auf, dass sie reif ist. Ja, eine gute reife Khazra-Leber. Umsehen. Ich kann mir immer so ein paar Sachen noch anklicken, beziehungsweise gibt es immer so ein paar interessante Easter Eggs, die irgendwo rumliegen. Da sind irgendwelche Bücher und irgendwelche Zeichnungen. Ein paar Symbole. Nichts zum Anklicken. Hier auch nichts. Hier stehen ein paar Kundenbrunzer rum. Ein paar Kultisten. Oh, hier. Was haben wir hier? Reiseutensilien. Schwindende Rationen, verschmutzte Bandagen, fast leere Trankfläschchen. Sichere Anzeichen eines verlorenen Kampfes. So, das muss ich dir ja gleich mitbringen. Astralebern. Was haben wir hier unten? Haben wir irgendwas Besonderes? Nö. Ein paar Bücher, ein paar Schriftrollen. Sternchen. Na dann, gönnen wir eine Leber. Kiste mit Khazra-Organen. Hat man mal so rumliegen. Ganz normal. Stinkende Khazra-Leber. Ich darf doch schauen, dass sie frisch ist. Jetzt sind Eingeweide und Lungen von Ziegenmenschen, gesammelt für unbekannte, aber zweifellos verbotene Rituale, sowie Magie. Ah, immer rein damit. Keine Macht kommt ohne Opfer daher. Wir nehmen, was nötig ist, Genug. Dämon. Piss und Blut. Na los, Wanderin. Zerhackt sie. Darin steckt eure Macht. Verflucht, Estelle. Nichts, ha? Huh? Versucht das mit einem Größeren. War eine Sekunde tot. Das ist schon eine halbe Stunde tot. Da haben wir es doch. Ein dürftiges Pröbchen der Macht, die die Mutter versprochen hat. Genießt es. Das Geschenk der Mutter. Ist das Geschenk der Mutter. Für die meisten ist es tödlich. Doch diejenigen, die ihr heiliges Blut an sich genommen haben, es ist fühlen all, sind die Blüten wahrscheinlich. Erwacht. Tja, das ist das einzige Geschenk, das ihr von mir bekommt. Wenn ihr mehr wollt, müsst ihr es euch verdienen. Seht mal. Ein Partikel fokussierten Höllenfeuers. Euer Blut kocht, als ihr... in der Hand haltet, doch ihr verspürt keinen Schmerz, nur Macht. Ich dachte eigentlich, das Geschenk der Mutter ist ja theoretisch schon, dass die Blutblüten, die Leute da geschluckt haben. Okay. Damit ist das Board freigeschaltet. Ja. Board muss noch mit 6 hochspielen, damit man die Season Quest fertig machen kann. Bedeutet, ich werde jetzt auf den Char einfach ein bisschen grinden. Ich hole mir das hier ab. Ja, ich kann hier nochmal einmal mit ihm reden. Wie kann ich euch vertrauen? Ihr erinnert euch vermutlich nicht, aber ich habe in Caldeum versucht, euch zu töten. Versucht? Was? Ihr habt mich umgestoßen wie ein Spielzeug. Mir 6 Rippen gebrochen. Ich konnte nur zusehen, wie ihr meine Brüder in Stücke gerissen habt. Es war eine Erkenntnis. Aus all dem Leid, das wir geschaffen haben,
wart ihr plötzlich da. Besser als wir. Stärker als Elias. Stärker, als es sich die Mutter je hätte vorstellen können. Ja, ihr seid die Waffe, die wir zu erschaffen gehofft hatten. Ja, gerne. Ihr wisst, dass ich eure Mutter getötet habe. Ihr habt unsere Mutter getötet. Eure und meine. Aber ich weiß, dass ihr ihre Warnung vernommen habt. Seht euch doch um! Seht ihr nicht, dass die Hölle gekommen ist, wie sie es gesagt hat? Dass das Licht keine Zuflucht bietet? Es ist noch nicht zu spät, ihre Wahrheit anzunehmen. Um unserer aller Willen. Distel darf ich gar nicht reden, oder? Ich habe euer Geschenk akzeptiert. Was jetzt? Jetzt verweisen wir die Hölle aus Sanctuario. Dabei fangen wir mit den Triun-Ketzern an. Ich kümmere mich darum, ihre Pläne aufzudecken. Und ihr, ob mit oder ohne unsere Hilfe, ich hoffe, dass ihr jeden letzten ihrer Lebensfunken auslöscht. Apropos, die Flut steigt bald an, also solltet ihr am besten anfangen. Wenn ihr Erfolge vorzuweisen habt, findet ihr mich in Sarbinset. Okay, jetzt darf ich noch mal ein bisschen mit dir reden. Okay, was soll sie sagen? Reden? Was haltet ihr von Lokran? Oh, er ist ganz vernarrt in euch. Lokran hat die Mutter wirklich angehimmelt. Aber nach eurem Auftauchen hat er sie durch euch ersetzt. Wir haben wirklich furchtbare Dinge getan, um der Mutter bei der Rettung Sanctuarius zu helfen. Euch zu unterstützen, das ist seine letzte Chance, all dem Wert zu verleihen. Der Plan gefällt euch nicht, oder? Ich fände es schöner, wenn wir die Stadt gegenseitig mit unserem Blut tränken, aber was würde uns das bringen? Ah ja. Die Hölle verschluckt die ganze dem Untergang geweihte Welt, wenn ihr nicht zufällig in ihrem Hals stecken bleibt. Dabei helfe ich euch gerne. Die will nur Blut sehen. Sammelt Geschenke der Mutter. Ja, an dem Punkt würde ich sagen, mache ich dann nämlich einen Cut und level den Char einfach hier durch. Bis World Tier 4 und mach lauter Stuff und mach die Story später weiter nämlich. Okay, weil ich habe jetzt irgendwo gecuttet auf jeden Fall, weil ich den Anfang von der Hauptstory ja schon mal gespielt habe. Der Char ist jetzt 100, voll equipter Meteor Sorg. Und jetzt kann ich hier zum einen jetzt Bags abholen. Ja, ich kann wirklich alle Bags abholen, das mache ich jetzt gleich erstmal. Und damit habe ich auch die gesamte Story freigeschaltet nämlich. Jetzt mal hier Bam. Ich dir Backgönnung. Ich tue dir aber irgendwo hin. Ich mach die jetzt noch nicht auf, ich mach die erstmal hier hin. Und dann würde ich sagen, kannst du weitergehen mit der Story. Weil die Season 5 Story ist actually richtig interessant. Können wir hier vielleicht sprechen? Hm? Oh ja, Vladan und ich verstehen uns. Warte mal, Vladan, ist das der Schmied? Unten. Beelde, Martev. Ah, Vladan ist der Okkultist. Aha, weil die hier. Ja, das stimmt, das ist ja quasi der Laden von dem Okkultisten. Warum ist hier ein. Wann ist hier ein Rabe, mit dem man interagieren kann? Seolta. Bra. Man fest den an. Das kam aber doch diese Season auch erst neu dazu, oder? Oh. Oder steht der schon immer hier? Der steht doch längst nicht immer hier, oder? Geht doch ein bisschen zu. Oh, ihr stinkt nach Schwefel, meine Freundin. Besser als vorher, würde ich sagen. Ja, Meteor. Diese Macht ist unglaublich. Ich will mehr. Ich werde tun, was nötig ist, um Sanctuario zu beschützen. Ja. Ihr klingt wie Lokran. Zum Wohle Sanctuarios. Tut nicht so, als wärt ihr nicht machthungrig. Nicht vor mir. Ihr habt das Geschenk schneller angenommen, als ich dachte. Wenn ihr mehr wollt, findet ihr es bei der Triune. Man sagt, sie sammeln sich in der Nähe von Omats Schanze. Richtet ihnen Grüße von mir aus. So. Oh, ich habe sogar schon einen hier Unendlichbeutel.
So, kann ich noch mit dir reden? Nee, hat keine Gesprächsoptionen. So, das heißt, auf nach hier unten. Was sonst ist jetzt einer von diesen, diesen Dungeons? Ich weiß nicht, ob der irgendwie Lore betucht war oder ob es wirklich einfach nur Dungeon durchspielen jetzt war im Endeffekt. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Aber Story Playthrough wird auf jeden Fall auf alle Kleinigkeiten wieder geachtet. Alles, was man anklicken kann. Ich brauche mehr Zeit. Oh, Mats Chance. Penny Patty, vielen Dank für den Reset. Dankeschön. Ich mach mal, wenn ich hier Lore Playthrough aufnehme, mal die Alerts aus. Aber dankeschön trotzdem. Jetzt ab. Guck, manchmal gibt es hier dann in so Dungeons, auch wenn es einfach eine Season Dungeon ist, muss ja halt einmal für die Lore rein. Manchmal gibt es hier einen Audio-Log. Ich bin noch nicht bereit. Müssen wir uns ganz gut mal auf so blaue Items oder so achten. Mit allem interagieren am besten noch. Na, ansonsten gibt es doch da noch was. Behälter. Ich brauche Zeit. Die Soundeffekte sind ein bisschen laut. Ich hab's extra laut gedreht wegen dem, dem Ton. Ich kann die Musik mal anmachen. Das wäre ganz cool. Ah, Musik ist an. 29. Okay. Ich brauche jetzt Zeit, gibt's nur anscheinend keine Musik. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Noch nicht bereit. So. Und das ist ja dann nix. Na, ich glaube, musst du wie 3, 4 von den Dungeons oder so spielen für die Kampagne. Dann kann man ja nochmal die große Konfrontation mit Issel am Ende oder so. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Egal, was ich hier nehme. Ich bin noch nicht bereit. Guck mal, von hier aus ist jetzt hier, das ist Höllenzeug. Das hier ist aber nur so ein Lava-Dungeon in der Art. Hier. Hier ist immer noch so dieses Höhlige. In diesem Höhligen geht es dann hier in dieses Verwachsene aus. Hier, das hier. Das ist nämlich Hölle. Zeit für die Vorbereitung. Interessant aus der Posten. Ich finde diese Hände so geil hier am Boden, die man aktivieren kann. Warum gibt es sowas nicht in der Heldheit oder auch bei den Wellen? Diese Hände zum Interagieren. Schöne Handschütteln. Ich bin noch nicht bereit. Ich glaube, ich ziehe die Soundeffekte euch ein bisschen runter.
Ein bisschen zu laut teilweise. Die Meteoriten dröhnen so ein bisschen. Ich bin noch nicht bereit. Ja, Bingo. Hauptsache, ich habe die Stimmen laut. Moin, Volti. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Eilen. Kann man hier irgendwo runter gucken? Ja, auf Lava. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Machen muss ich hier nichts mehr in dem Part. Plus 7 Meter. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Kaputt. Hier gibt es aber auch nicht noch irgendwie ein Buch oder so. Wenn man hier irgendwo einen Lock hat oder so. Nö, ich habe einfach ein paar Kultisten quasi getötet hier drin. Da war schwebt. Ne, warum ist der Pfosten abgebrochen hier? Und unter da durchlaufen. Das heißt wieder nach Issel, nach Sabinzep zu Issel. Moin, Werner. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Das Licht wird an den dunkelsten Orten gebraucht. Doch manchmal muss das Licht auch die Dunkelheit anrufen. Der ist auch neu, gell? Der steht normalerweise steht er nicht hier. Genau wie halt hier die herhängen und so. 90. Verdächtige verbügelt und demonstrativ aufgehängt auf einem Schild, das ihm in den Hals hängt, steht Spione der Trajunen. Jetzt ein Heiler auch. Bitte, gibt schon mal hier. Ich brauche Zeit für die. Das ist nur wegen der Season Quest echt hier. Hat das. Hat der Typ von der Stadt eigentlich irgendwas dazu? Ah, okay, der hat eine normale Quest. Will ich jetzt nicht annehmen. Der hier? So Akkarat es will. Werden wir sein Grab. Okay, der ist immer da. Der ist normal. Was, wenn er nie wollte, dass wir. Seht an, seht an. Machen wir alles kaputt. Istel. Erstmal normal reden. Gibt's irgendwas? Nö. Geht auf Istel zu. Seht euch nur an. Augen, die glühen wie Kohle. Eure Macht wächst so schnell. Ich habe langsam das Gefühl, ich verpasse etwas. Ich glaube, bei der nächsten Nummer begleite ich euch. Ein paar Ketzer töten, ihre Macht stehlen. Es gibt reichlich für uns beide auf dem Berg Zivo. Wir sehen uns dort, in Ordnung? Jetzt kommt sie mit bei einem. Mit denen darf ich nicht nochmal. Der Berg Zivo, das ist das hier, wo alles so ein bisschen wie verbrannt wirkt. Beim Capstone Dungeon. Sag mal, welchen Segen würdest du fürs Level empfehlen? Immer XP. XP und die anderen sind relativ egal. Im Laufe der Zeit hast du eh alle. Welche Seite tradet man am besten? Diablo.trade. Okay. Grüße, Wanderin. Genießt ihr die Hitze? Die Güte ist schon von weitem. Sie sind Sklaven des Hasses. Wir hatten zuletzt etwas gemeinsam, bevor ihr unsere Mutter getötet habt. Gehen wir verdammt nochmal. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin Eingang zur Bratsch von Zivo. Wenn sich die ganzen Kultisten gegenseitig bekämpfen. Ich bin noch nicht bereit. Oh, kaputt.
Den nehmen wir mal mit. Ich bin noch nicht bereit. Sieh an. Scheint, als würden die Mistkerle die Hölle wirklich auf Dauer herbringen wollen. Ich bin auch gerade erst gespawnt hier. Man sieht hier diese gequälten Seelen und so, wie das hier irgendwie so aus dem Boden ragt oder so. Sieht auch nicht normal aus. Sieht aus wie so ein Höllenriss eigentlich wirklich. Ich frag mich, ist das eigentlich nicht die Hölle oder ist das einfach nur... nicht nur Höhlen? Das ist ja quasi mit der Hölle wie verbunden so. Das Zeug hier. Hier, das ist noch eine Höhle halt. Hier am Anfang mit Lava und so. Ich bin noch nicht bereit. Hinten kommt dann der Höllenpart. Ich bin eine deine Mutter, Tochter des Hasses. Was ist das? Wie auch immer die so Mini-Höllenportale öffnen. Ich brauche Zeit. Hat sie das gerade wegen der Äthermasse gesagt eigentlich? Was ist das? Wie diese Fleischklumpen? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Das ist eine Äthermasse. Kennt man doch, die droppt Äther. Braucht man doch zum Looten von den Truhen. Ich bin noch nicht bereit. Von 5. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Was macht sie eigentlich für Angriffe? Was ist die für ein Char? Meistens haben die immer irgendeinen Angriff, den halt auch eine Klasse hat. Oh, sie ist ein Mage, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was sie macht, aber ihre Waffe leuchtet. Aber da kam nichts raus. Mach nochmal. Ich glaube, sie macht aber einen auf Mage, oder? Ich kann es echt immer gut nachvollziehen, weil bei allen diesen Questlines waren es immer irgendwelche Charakter einfach. Das da gerade gecastet? Ich bin noch nicht bereit. Castet sie das, wenn die ihren Stab hier leuchten lässt? So, jetzt nochmal du. Ohne Schein. Mach was. Wir sehen, was du wieder angreifst. Hier, das ist ein Firebolt für Arme. Ja, das ist ein richtiger Firebolt gewesen. Ja, sie schießt Firebolt einfach nur. Mehr kann sie auch nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Hier ist eine Sackgasse mit aber einem schönen Lavaloch. Solche Settings hier mag ich. So richtig mit hier aber Lava neben Höhle. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. So in der Infernal Horde sehen wir halt die ganze Zeit, da sind wir die ganze Zeit in der Hölle. Aber sind wir halt in diesem grau nervig, also in diesem grau auf grau Hölle und nicht halt über mit diesem Lava-Kontrast. Der Lava-Kontrast, vor allem in diesen Höhlen, ist ja das, was das cool macht, die Hölle. Deswegen will ich in die Hölle wieder rein eigentlich. Das war das, was im ersten Kampagnen-Playthrough das Geile war. Wenn sowas hier neben sieht, das sieht richtig cool aus. Das hätte ich halt viel mehr gerne auch bei dem Infernal Horde-Ding. Dürfte meinetwegen auch mal so Lavarisse aufgehen oder so, oder Boden ein bisschen wegbrechen oder was auch immer. So, kleines Höllenportal. Auf in die Hölle. Ja, Hölle. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Hier, sowas in der Art. Könnte da ein bisschen mehr sein in der Infernal Horde. Leuchtende Kontraste. Die beste Klasse. Das nicht. Sowas. Wie viel über? Bei wie viel Runs hast du bekommen? Hatte 130 Runs und eine 3 über. Ja, ungefähr bei. Ich habe auch bei um die 100 rum, habe ich mein zweites gefunden gehabt. Inzwischen bin ich aber bei, 5, bei über 500 und bin bei 26. Ich würde sagen, die ersten. 100 Stück hatte ich auch nur 2. Also man ist immer mal wieder ein paar Hunderter, ist man ein bisschen mehr lucky, man doch mal wieder ein bisschen unlucky. Gestern hatte ich wieder in 54 Runs 1. Das ist halt pur RNG und wenn man echt nicht lucky ist, dann hat man da übelst die Arschkarte gezogen. Hier sind ein paar Feuerstände oder sowas, könnte auch einfach nur in der Fallen Horde sein. Die Lava sieht nicht so spektakulär aus, muss man sagen. Low Graphics, da schlägt man ein bisschen Feuer ein. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Bin ich gespannt mit Vessel of Hatred. Wir sehen erstmal sehr viel Grün, weil wir halt im Dschungel unterwegs sind, bei Kuras und so. Bin gespannt, ob wir noch Richtung Hölle, so Durance of Hate und sowas, ob wir da halt runtergehen. Also ich hoffe, wir gehen die Durance of Hate rum, weil das eigentlich an sich
vom Dungeon-Design her in D2 eigentlich echt cool, weil dieser große, offene Gefängnis-Ding quasi. Gefängnis-Ding, ja, weiß ich gar nicht mehr, was ist, so der Tempel. Und dann von da aus nochmal in den Höllenportal rein. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich bin noch nicht bereit. Aber müssen natürlich auch Puppen und so drin sein. Ethische. Was noch gefehlt hatte im Gameplay. Von West of Hatred. Fetische. Gut. Sie will nochmal mit mir reden. Gut ist denn. Was ist? Dieser Äther, er fühlt sich an wie das Geschenk der Mutter, nur stärker. Eure Auffassungsgabe ist erstaunlich. Natürlich ist es stärker. Wenn ich mich nicht irre, könnte das brennende Äther sein. Der pure Kern der Essenz aller Dämonen. Den könnt ihr bei mir lassen. Beschäftigt die Triune, während ich ihn mir anschaue. Der brennende Äther. Fühlt sich gut an, ja? Klingt auch nicht gut. Und mein Kumpel hatte gestern 4 Stück in 20 Runs, ja. Ich kann dir zeigen, was insgesamt meine Statistik. Ich habe die jetzt nur gerade wegen Story-Playthrough ausgeblendet, aber das ist meine Statistik da oben. 530 Runs, 27 Ubers. Also ich bin bei so einer ca. 5%igen Jobrate. Heißt, ca. alle 20 Runs kriege ich im Schnitt 1. Aber meistens ist es so, dass du immer mal 50, 60 Runs gar keins kriegst. Und dann kriegst du mal wieder 2. So, was haben wir denn? Na, reden. Hier gibt es immer noch nichts, okay. Habt ihr etwas über den brennenden Äther in Erfahrung gebracht? Ja, dass ich recht hatte. Wir haben einen Partikel brennenden Äther gefunden. Genau so, wie es unsere Folianten beschreiben. Der schwarze, abgründige Kern, aus dem Dämonen wiedergeboren werden. Sehr aufregend. Wenn ich den Äther zu unserem Vorteil nutzen kann, könnten wir die Triune zerquetschen. Das Ruder herumreißen. Selbst Mephisto bezwingen, sollte er sich noch einmal aufbäumen. Okay. Die Äther sind so die Klümpchen, die Überreste, die Herzen von den Dämonen, woraus sie sich wiederbeleben. Klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Wirklich, ihr könnt ihn nutzen. Ja. Immer mit der Ruhe. Ihr hattet genug Macht, um in die Hölle zu stürmen und mit dem Leben davonzukommen. Aber trotzdem wollt ihr mehr. Und der Rest von uns? Ihr solltet gehen. Die Ketzer haben Tor Dulra in Angriff genommen. Ich bin mir sicher, dass die Druiden das nicht schaffen. Ja, da oben war auch noch so ein Ding. Weil sie da oben so ein Riss schließen in der Nähe von Tuldura. Die haben das in Angriff genommen. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Jetzt eben, wir hatten hier Bresch von Tuldram, wir hatten Äthermasse, wir hatten Soulspire, bedeutet hier ist es entweder Aether Fiends, also hier Tormentor, Desecrator und so weiter und so fort. Oder gibt es eins mit Hellborn? Eigentlich nicht mal. Ich glaube, das hier Aether Fiends wahrscheinlich. Ich bin noch nicht bereit. Aether Scheusale heißen ja auf Deutsch, ja. Der böse Desecrator. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. 4 von 5. Achso, hier ist eine Rundung. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. So. Ich werde auch noch die Dings-Story natürlich spielen, die Lockrun-Story, die von Infernal Horde, weil da habe ich mir auch nie die gesamte Story angehört, aber das werde ich auf einem zweiten Account machen müssen, weil man auf dem Main-Account weder Season noch Non-Season die Quests nicht nochmal wiederholen kann. Ich werde dann einmal meinen zweiten Account auf Quality 3 boosten müssen, also meinen Steam-Account, Steam-Deck-Account. Ich werde es dann hier am PC aufnehmen, einmal die Story. Weil die mit Lockrun war auch relativ interessant. Im Endeffekt sind das ja so ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ein bisschen zusammenhängende Stories.
Mein Lockhorn haben wir am Anfang auch da besucht, in seinem Haus. Lockhorn hat auch die Season Story eingeleitet. Nur von hier aus in der Season Story sind wir dann halt mit Istel weitergegangen. Und machen ja mit ihr den ganzen Kram jetzt hier. Und ja, Lockhorn ist dann im Haus gewesen noch. Der ist quasi der andere Part von der ganzen Quest. Und das sind jetzt nämlich mehr mit dem ganzen High Council und sowas am Ende. Ob man da noch so ein bisschen Hintergrund erfährt. Ein neues Layout hier, gell? Hier mit so einem Geriffe, was so runtergeht. So eine Zeppe. Ich bin noch nicht bereit. Wir haben hier ein paar schöne Hell-Dungeon-Layouts offenbar gebaut. Ich werde mal auf jeden Fall auch für Endgame-Stuff nutzen. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Meteoriten. Puff, kaputt. Man sich die Kiste aufmachen. Und Loot gönnen. Mein Greater. Und direkt wieder zurück zu Istel, würde ich sagen. Ist das jetzt der Punkt, wo man sie suchen muss? Ja, zu Istel ins Havenset zurück. Heute 9999 Schritte. Ein paar Schritte wird es hier noch geben heute, ja. Aber noch nicht jetzt. Jetzt ist mein Ruhe Storytime. Ach, ihr schon wieder. Gute Begrüßung immer. Ach, ihr schon wieder. Erstmal den Rahmen streicheln. Ganz wichtig. Gut. Gibt es Neuigkeiten? Ah, ja. Nun, es scheint so, als würde die Flut steigen. Ganz egal, wie viele der Triune ihr tötet. Die Höllenflut? Ihr Hilfe, um das Ganze zu erledigen. Zu unserem Glück habe ich ein Ritual auf die Beine gestellt, um den brennenden Äther zu nutzen. Trefft mich beim Haus. Das wollt ihr nicht verpassen. Jawohl, jetzt wird spannend. Soll ich noch mit dir reden? Nee, ich nicht. Gut, dann auf ins Haus. Das Haus war übrigens auch schon vorher da, soweit ich weiß. Auch vor der Season Quest. Hat jetzt einfach Verwendung gefunden. Ich meine, hier hat man immer die, was hier, wo man die Kühe abgefarmt hat? Mal von hier nach hier nach hier nach hier. Hin und her. Ich glaube, das ist nämlich der Kuhfarmplatz. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Denn mit der Meteorsorg. Okay, Estel. Kann ich hier denn noch irgendwas anklicken? Kann ich mir schon irgendwas angucken hier drin? Da ist Äther, da sind ein paar Kultisten. Ist hier irgendwas? Das hatten wir schon. Ist das Statue der Mutter? Leider aber gut gepflegt, getrocknet wie auf frischem Bluttropfen direkt ihre Füße. Okay. Was genau umfasst dieses Ritual? Ach, jetzt werdet mal nicht zimperlich. Keine Macht kommt ohne Opfer daher. Nicht wahr? Was würdet ihr geben, um die Hölle aufzuhalten? Hä? Um die Macht zu haben, es mit dem Herrn des Hasses persönlich aufzunehmen? Der brennende Äther könnte euch diese Macht verleihen, aber ihr macht euch Gedanken um den Preis. Ich will sehen, was sie damit macht. Das mache ich nicht mit. Was glaubt ihr denn, was ihr mit mir tun könnt? Ja, ich weiß nicht mehr, was für ein Preis. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang die jetzt mit über Preis geredet hat. Ihr denn, was ihr mit mir machen könnt? Ja, nicht mich opfern. Oh, Wanderin, nichts von alledem ist für euch. Ihr werdet mir die geopfert. Beim Blut der Willigen. Ich bin die Auserwählte der Mutter. Ich werde ihre Schöpfung retten, nicht ihr. Schneiden sich die Kehle durch und danach gehen sie wie in Angriffsposition. Schon sehr gut von den Typen. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Was passiert hier? Macht gehört mir! Hey, nicht knockbacken! Tot. Nee, sie lebt noch. Ich würde sagen, fehlt ihr ein Arm, aber nee, sie hat ihren Arm einfach nur auf ihrem Bauch. Sie hat nur Blut überströmt. Geht einfach! Und deswegen interagieren wir auch nicht mehr mit Istel, sondern nur mit dem Altar da, glaube ich, später. Sie will uns nicht mehr sehen.
Auch wenn wir jetzt wieder nach Zabinzett zu Istel zurückkehren sollen. Hat wohl nicht ganz geklappt. Ich muss weitersuchen. Ist es Grimoire? Ein ledergebundenes Buch, das mit dem Zeichen der Mutter markiert ist. Eine Seite ist schwer verbrannt. Aus einem Feuer gerettet. Achso. Ja, ich sehe da kein besonderes Symbol drauf. So. Ich weiß natürlich schon, wo Istel ist. Und zwar, sie zündet hier oben ein Kerzchen an. An dem Wegeschein. Ja. Geht auf Istel zu. Ihr seid zurückgekommen. Also denke ich, dass sie ihr Kerzchen anzündet, weil sie hier steht. Ich wusste nicht, ob ich euch hier finden würde. Mutig von euch, euer Gesicht zu zeigen. Ja, ein bisschen netter. Ich weiß nicht genau, warum ich gekommen bin. Vielleicht, um mir die armseligen Bastarde anzusehen, die in der ganzen Stadt aufgeknüpft wurden. Ihre Hintergründe tun auch nichts mehr zur Sache. Nicht wahr? Letztendlich hat der Hass sie erwischt. Die Mutter, sie konnte nicht ändern, was sie war. Aber sie wollte, dass wir kämpfen. Dass wir frei von Hass sind. Das hat sie in ihren Lehren gesagt. Ich habe sie alle in meinem Grimoire aufbewahrt. Vielleicht findet ihr ja auch Verwendung für sie, aber was auch immer ihr tut, lasst den Hass nicht siegen. Das war's, glaube ich. Weiter darf man nicht mit ihr reden. Also sie hat keine Kerze angezündet, sie hat sich nur die Leute angeguckt, die aufgehangen wurden. Der ist schon tot, da fliegen rum. Der lebt noch, die lebt noch. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich habe sie letzte Nacht wieder gesehen. Nach der Sperrstunde. Ich dachte, das sagt was zu den aufgehangenen Leuten. Das Kind. Gut, das war die Season Quest. Komplett. Oder? Lilith stand vor einem brennenden Scheiterhaufen und sprach zu ihren Kindern des Hasses. Die Rechtschaffenen halten sich für stark, begann sie. Sie sehen sich über allen anderen. Aber in ihrer Verachtung für die Feinde fallen sie seinem Willen leicht zum Opfer. Haltet euch die Macht eures freien Willens im Gedächtnis und lasst sie euch von niemandem, weder Engel noch Dämon, rauben. Okay. Wenn man mit ihrem hier Grimoire interagiert, kommt nochmal so eine kleine Note. Jetzt darf ich gerade gar nicht damit interagieren. Ich gehe uns raus aus der Stadt und wir rein. Ich brauche mehr Zeit. Wahrscheinlich kann ich dann wieder normal damit interagieren hier, um Bags abzuholen. Nee? Hä? Okay, warte mal. Dann port ich mal ganz anders dahin. Und eigentlich, die Quest ist jetzt vorbei. War eine schöne Note, dass sie am Ende nochmal ein bisschen was vorgelesen hat. Aber es ist eine sehr kurze Story. Es ist eine halbe Stunde gewesen und der Anfang war vielleicht auch 10 Minuten, 40 Minuten. Also es gab Season Stories, die haben sich teilweise 2 Stunden gezogen. Aber Blizzard hat auch gemerkt, dass wir da nicht so viel investieren müssen. Ein bisschen zusammengespieltere Sachen machen können. Oder es ist halt dann zusätzlich noch die ganze Lockrun-Story. Ich glaube, die geht ein bisschen länger. Brief an Istel. Okay, das ist auch neu, aber... Ich weiß nicht mehr, für Miss Carragher, niemand weiß, wie man... Pink macht, der eine, aber der Händler hat einen... Weiß für Miss Carragher. Niemand weiß, wie man Skink macht, aber einer der Händler hat einen Gosklin Adler verkauft. Er hat mich an euch erinnert. Ich hoffe, ihr erinnert euch an die besseren Seiten von zu Hause. L. L ist Lockrun, quasi. Und ist so, steht aber jetzt auch wieder hier. Hat man immer nur mit dem Altar hier interagiert. Und L, Lockran, das würde keinen Sinn ergeben, dass Lockran sie von Carragher aus anschreibt, weil Lockran auch hier mit dem Haus gewohnt. Ansonsten weiß ich nicht, wer L sein soll. Oder das findet man dann in der normalen Lockran-Story halt im Moment raus. Okay, es wird Zeit für weiteren Story-Content. Und zwar die ganze Lockran-Story, die quasi die Infernal Hordes sozusagen einführt in Diablo 4. Leider kann man die nur ein einziges Mal pro Account machen. Also du kannst ja auch nicht einfach einmal in Season, einmal in Non-Season machen und da ich die auf meinem Main-Account schon gemacht habe,
Und die da halt nicht mehr abschließen kann, mir keine Story anhören kann und das halt einfach nur durchgerusht habe am Season-Start, habe ich hier meinen Lager-Account. Das ist mein Steam Diablo 4-Account, auf dem Lager ich nur Items zum Traden. Und habe bei dem mal hier auch Sachen gemacht, wie die Karte aufgedeckt, habe die ganze Seasonal-Story durchgespielt und spiele jetzt die Lockrun-Story und höre mir auch storytechnisch alles an. Aber war sehr kompliziert, das jetzt hier so realisieren zu können. Also, here we go. Vor allem, das Ganze geht jetzt ein bisschen hier auf High Council, Fell Council Richtung Addon, Mephisto und so. Deswegen interessiert mich das besonders. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall story-wise nicht verpassen. Okay, was haben wir hier? Es ist uns gleich, ob ihr uns mögt. Wir wollen nur dieses Dorf schützen. Wir lassen nicht zu, dass sie erneut vor Eindringlingen kapitulieren. Ich weiß auch nicht, was sie haben. Hier ist ein kleiner wie Aufstand. Hier sind ein paar verletzte Wachen. Und hier noch eine verletzte Wache. Anführerin Tireska. Was geht hier vor sich? Wo zur Hölle wart ihr denn? Die elende Triune hat uns die Fluten auf den Hals gehetzt. Dämonen vor unseren Toren. Zu den Waffen! Okay. Dämonenangriff. Hier sind immer noch die aufgehangenen Leute von der Triune. Und mir läuft irgendein Dorfbewohner einfach mit. Und da auch noch ein Dorfbewohner. Oder? Das sind noch nicht mal alles hier Soldaten. So, das ist hier vorne dieses kleine Event, wo auch ein paar aufgehangene Triune-Leute sind. Ja, und hier sind nämlich ein paar Hellborn. Putzen die Sachen natürlich schnell. Was haben wir hier? Ist der Anführerin jetzt gestorben? Ne, ist nur verletzt, oder? Nur Dunkelheit. Okay. Nichts. Nur Dunkelheit. Nee, sie ist nicht tot, sie lebt noch. Und hier haben sie Lockrun ja aufgehangen. Und Lockrun ist ja eigentlich ein Anhänger nicht von der normalerweise, der normalen Triune, sondern die, Triune der Mutter oder sowas in der Art. Und nachdem wir Lilith gekillt haben, hat er ja uns verehrt sozusagen als Charakter. Deswegen ein bisschen weird, dass sie den hier aufgehangen haben, weil der hat eigentlich ja nur mit seinen Anhängern hier unten gewohnt, in einem Häuschen. Istel hat dann einige da getötet. Ich glaube, die sind alle tot. Keine Ahnung, was Lockrun hier zu tun hat. Lockrun, was ist euch zugestoßen? Ich war so nah dran. Ich habe eine Gruppe von Triumketzern infiltriert. Wir waren auf dem Weg zu ihrem Lager, infiltriert. Als die Kreuzritter alles ruinierten. Naja, gut. Ich habe nie erfahren, was die Triune plant. Aber diese Dreckskerle waren ganz aufgeregt. Meinten, die Fluten wären erst der Anfang. Sie werden die Fluten bald entfesseln. Ihr müsst mich hier runterlassen. Ich bringe euch zu ihrem Lager. Dann können wir sie zerstören. Ja, mit den Fluten meinen die immer die Höllenflut ja quasi, die so ein bisschen auf Sanctuary einbricht. Da haben wir die ganzen Dämonen, die überall in der Open World rumlaufen. Oh, wir haben einiges an Sachen hier. Sagt mir, wo sie sind. Ich sehe mir die Sache an. Ich kann mir das doch nicht ansehen und ihn hier hängen lassen. Wäre ihr tot genug, würde ich euch lächelnd in ihre Richtung weisen. Aber wir wissen nicht, was sie in die Wege geleitet haben. Ich kenne ihre Methoden, ihren Verstand. Ihr braucht mich. Mhm. Ihr wisst, dass ich eure Mutter getötet habe. Ich glaube, das habe ich ihm schon mal gesagt, in dem Haus eigentlich. Ihr habt unsere Mutter getötet. Eure und meine. Aber ich weiß, dass ihr ihre Warnung vernommen habt. Seht euch doch um. Seht ihr nicht, dass die Hölle gekommen ist, wie sie es gesagt hat? Dass das Licht keine Zuflucht bietet? Es ist noch nicht zu spät, ihre Wahrheit anzunehmen. Um unserer aller Willen. Ich habe übrigens einen sehr seltsamen Bug gehabt, als ich mit diesem Account hier Lilith-Statuen gesammelt habe. Da habe ich hier oben bei der Lilith-Statue steht hier einfach Istel, die von der Season Quest steht hier rum und beantwortet dir, also und redet einfach mit dir ganz normal. Die steht hier, aber die steht ja eigentlich hier unten in Sabin Z. Ich weiß, bei irgendeinem Punkt von der Hauptquest steht die einmal hier. Da hatte ich die Hauptquest hier noch nicht mal angefangen. Da stand die hier schon rum und hat Zeugs quasi, was nicht gepasst hat, gelabert. Wie kann ich euch vertrauen? Ihr erinnert euch vermutlich nicht, aber ich habe in Caldeum versucht, euch zu töten. Okay, das kennen wir. Das hat er uns schon gesagt. Ihr habt mich umgestoßen wie ein Spielzeug. Mir 6 Rippen gebrochen. Ich konnte nur zusehen, wie ihr meine Brüder in Stücke gerissen habt. Es war eine Erkenntnis. Aus all dem Leid, das wir geschaffen haben, wart ihr plötzlich da? Besser als wir. Stärker als Elias. Stärker, als es sich die Mutter je hätte vorstellen können. Mhm. Ja. Ihr seid die Waffe, die wir zu erschaffen gehofft hatten.
Wie passt Estelle denn alles hinein? Um Estelle würde ich mir keine Sorgen machen. Sie löst sich beim ersten Anzeichen von Ärger in Luft auf. Eine wahre Überlebenskünstlerin. Ich glaube, Estelle, das soll ich von meinem Main-Account, referiert auch nochmal auf die Lockrun-Story am Ende. Das heißt, auf dem Account kann ich dann später nochmal nach der Story hier können wir nochmal mit Estelle reden, die kriegt ein paar Referenzen. Okay, wir befreien mal Lockrun, dass er da nicht wie so eine Gurke rumhängt. Lockrun. Okay, jetzt windet er sich hier vor Schmerzen. Er ist auch komplett blutüberströmt. Geht voran. Gebenedeite Mutter steht uns bei. Die Triune versammelt sich in der Rakat-Feste. Gehen wir. Die Kreuzritter-Anführerin ist weg. Übrigens, die ist aber nicht gestorben. Die ist wahrscheinlich wieder in der Stadt einfach, oder? So, die Rakat-Feste, die kennen wir. Das hier hinten. Ich port einfach hin. Obwohl, ich glaube, man soll da hinlaufen. Ich brauche mehr Zeit. Gerade ein weirdes Symbol. Ich glaube, auf dem Weg vor der Feste sind ein paar Dämonen. Da soll man so eventmäßig, glaube ich, landen. Wir müssen ja an dem Punkt ausschalten, dass man da nicht hinporten kann, sondern dass man da hinlaufen muss. Übrigens, kleines Easter Egg-Punkt hier. Berlin, ich wusste, das hier hat sich geändert. Hier war nochmal so ein Gestrüpp, ein großes. Hier ist jetzt einfach eine dicke, fette Mauer. Und hier kam ja dieser kleine Zippel dazu. Also in irgendeinem Add-on, DLC, was auch immer. Wird da wahrscheinlich Content hinkommen. Ich gehe mal von aus, da wird der zweite oder dritte Raid oder sowas hinkommen. Wenn man jetzt die neuesten Add-on-Infos kennt. Wie es dann die Raid-Ebene aussieht. Wird ja wieder eine andere Zitadelle sein. Ich brauche mehr Zeit. So, hier gehen wir rein in die Feste. Ich würde eigentlich gern von vorne reingehen. Und hier vorne am Eingang war das kleine Event. Das zu tun. Hier sind so ein paar Kultisten und die haben hier so ein riesiges Höllenportal, nämlich. Alles schnell kaputt. Einmal Lightning-Spear. Sind alle tot. Und die sind auch in der Triune. Hier sind so Zelte aufgebaut. Das ist auch neu. Normalerweise ist es in der Rakat-Feste nicht, dass die hier so ein kleines Lager wie aufgeschlagen haben. Ein großes Höllenportal aufreißen. Vielleicht sind hier noch ein paar Details. Lockbücher irgendwo. Aber anscheinend nicht. Liegen lauter auch tote Triune-Member rum. Auch hier drinnen geht es, glaube ich, weiter. Hier sind lauter tote Triune-Member. Hier sind lauter Dämonen. Was sagt Lockner dazu? Ich habe meinen Teil erledigt. Ihr seid dran. Ich kenne diesen Ort gut. Let's go. Der Schleier zwischen unserer Welt und der Hölle ist hier bei der schwarzen Gruft recht dünn. Deswegen müssen sie diesen Ort gewählt haben. Ich brauche mehr. Wir sollten ihr Lager durchsuchen. Ja, die schwarze Gruft. Hier haben wir den Seelenstein mit... sagen wie mit der Hassessenz sehr erfüllt. Den Stein, den wir später mit Fisto fangen. Und was auch noch ein schöner Detail ist, wenn man hier langläuft, hier sind ja diese ganzen Poster teilweise, die halt Mephisto zeigen hier im Hintergrund. Und zwar, weil das nämlich eine Geschichte ist, sozusagen die Gruppe damals aus Helden quasi, die Mephisto in Diablo 2 besiegt hat und auch der Paladin von denen, haben die später hier niedergelassen in dieser Feste. Und hier gibt es so eine kleine Sidequest. Die haben sie alle gegenseitig umgebracht, weil die von Hass zerfressen waren, sozusagen. Also der Paladin aus C2. Da gibt es so eine kleine Background-Story, wo man am Ende dann auch ein Monarchenschild bekommt. Das ist ganz cool. Deswegen ist sie mir hier der Hölle am nächsten, wie Lockrun meinte. Ja. Let's go. Die Fluten der Hölle sind genau umrissen. Jeder davon mit einem feurigen Siegel in ihrem Epizentrum. Und diese Siegeln führen Linien an einen einzigen Ort, die schwarze Gruft von Sankikur. Die schwarze Gruft von Sankikur. So, ja, ich wollte eigentlich mit Lockrun reden. Was ist dieser Schleier, von dem ihr da sprecht? Haben die Horadrim euch nichts gelehrt? Der Schleier ist die urzeitliche Barriere, die unsere Welt von den brennenden Höllen trennt. Kein Dämon kann ihn ohne Einladung durchqueren. Aber der Schleier ist nicht überall gleich. Und er ist auch nicht unverwundbar. Ja, ja. Was haben wir da? Leiche. Leiche der Triunen. Okay. Ein Kultist.
Wie bei vielen anderen sind die Hände zusammengeschmolzen, die noch immer in der Haltung des Dämonischen Drahls verweilen. Was? Die Hände sind zusammengeschmolzen? Okay, der hat die Hände nicht mal zusammen. Aber interessant. Was war das? Pläne der Rakat-Feste. Originalpläne der Zakharum für den Bau der Rakat-Feste. Die Tür zu den Krypten ist von okkulten Runen umgeben, die abgekratzt und um einen Siegel herum neu aufgemalt wurden. Sieht horatisch aus. Was haben wir noch? Gekritzelter Brief. Unser Heer des Hasses bewegt sich unerkannt, um den Einbruch dieses Zeitalters einzuläuten. Wir müssen unsere Hingabe beweisen. Erweckt die Essenz des Herrn, die in Sankikur schlummert. Beschleunigt die Dämmerung. Ja, ja. Wir wissen ja schon. Vom Vessel of Hatred Intro. Was? Ich bin noch nicht so inzwischen bereit. Frei ist. Halbwegs. Okay. Lockman. Ich habe die Notizen gefunden. Was haltet ihr von ihnen? Sie kamen wegen Sankikur. Mephistos eigenem Hass in seiner Leiche. Sie vergrößerten ihn tausendfach und rissen den Schleier auf. Doch sie kamen nicht durch die verdammte Tür. Folgt mir. Wir betten Sankikur endgültig zur Ruhe. Auf meiner Suche nach euch habe ich eure Schlüssel. Das kennen wir. Nur um herauszufinden, dass die Horadrim diese Tür versiegelt haben. Wer kann es öffnen? Sehr verzwickt, aber leicht zu umgehen. Meister Elias persönlich hat mich gelehrt. Okay. Ich habe damit interagieren. Horadische Magie wohnt den Ruinen inne, die die Tür zu Feste verschlossen ein halten. Kinderspiel. Ah ja, einfach so, zack. Ja, dadurch kann er auch das Höllenportal natürlich öffnen. Unter Caldeum, weil das auch einfach nur von hier Lorat verschlossen wurde. So viel Aufhebens um den alten Sankikur. Sein Hass hätte schon längst zur Hölle verbannt werden können. Das Beste, was die Zakharum tun konnten, war, ihn in eine Kiste zu stecken. Wir öffnen sie, kümmern uns um die Leiche und der Plan der Triune ist dahin. Schutzzeichen. Was ist das? Die Siegel strahlen den schwefelartigen Geruch der Magie der Triune aus, bleiben uns gegenüber jedoch passiv. Es scheint, als wären sie für andere gedacht. Eine Falle, die bei uns auslöst? Ich bin noch nicht bereit. Sieht eigentlich aus wie so ein Dämonengate. Apropos Zakharum. Ja, ein paar Geister. Verzeiht das Chaos. Gib mir einen Moment, um mich zu sammeln. Dann fahren wir fort. Okay, lass dir Zeit. Und mach jetzt ein bisschen um auch. Gebenedeite Mutter, steh uns bei. Nehmen wir so ein kleines Lager. Haben wir da? Da blättert das Tagebuch. Werde ich mich jemals an die Schreie gewöhnen? Oh, von Lockdown? Ich höre ihr Echo immer zu. Nun bin ich fast taub. Aber ich sehe die Gesichter klar. Weit aufgerissene Münder und Augen. Hände, die nach Rache greifen. Tausende von ihnen, die sich hier die Dunkelheit mit mir teilen, bis die Welt brennt. Und ich schließe mich ihnen an. Schreien. Okay, Schein der Mutter. Die kleine Statue von Lilith ist mit Opferblut bedeckt. Ein sicheres Anzeichen für häufig schmerzliche Opfer. Kleine Mini-Lilith-Statue hat er da. Was haben wir hier noch? Was sind das? Karten von Estua. Estua ist der Kontinent, auf dem wir sehen. Nevesk, Kyovashad, Eldhain, Rakat, Caldeum, eingekreiste Orte und gekritzelte Notizen fassen eure Reise detailliert zusammen. Ja, das sind alles Orte, an denen wir waren. Während der Kampagne. Okay, was geht, Lockran? Ihr habt hier gelebt. Sieht so aus mit dem Camp. Es ist ruhig. Hier stört einen niemand. Die Luft ist voller Hass, aber das macht mir nichts. Es erinnert mich an sie. Okay, ja, mit der Luft voller Hass. Die Gruft sollte verschlossen bleiben. Ich habe die Nase gestrichen voll von dem, was diese Anbeter des Lichts tun wollen. Sankikur wollte sein Volk anführen, wurde aber zu Mephistos Gefäß. Die Paladine wollten ihn beherrschen, fielen aber derselben Verderbnis zum Opfer.
Das geht deutlich besser. Bringen wir es hinter uns. In Ordnung. Bleib zurück. Okay. Er macht den Sarg auf. Hier oben sieht man, wie es das von Zakarum ist. So ein schönes Zakarum-Symbol. Ich finde es gut, wenn man so Orte von der Kampagne, von der Hauptstory nochmal sieht. Nein, nein. Wo ist der denn? Wo ist der Leichnam? Also ob dein Höllenportal denn auf ist? Oh, was ist denn hier? Restaurierte Tafel. Können wir noch anwählen? Okay. Sehe ich mir gerne an. Was steht da? Obwohl die Inschrift stark verrostet ist, wurde ein Teil davon aufpoliert. Führt unser Volk zum Licht zurück und lauern in der Dunkelheit, taub, stumm, blind. Okay, sag mir nichts. Was geht, Lokran? Was jetzt? Rinder. Im Blut der Mutter, der Hass. Sankiku ist irgendwo dort unten. Wir brauchen seinen Körper unversehrt, jedes Stück. Wir müssen uns beeilen. Der Talisman hält uns den Hass des Herrn vom Leib, aber ich kann nicht sagen, wie lang. Talisman. Lokrans. Ah, stimmt hier, Lokrans Talisman. Das ist ja das Unique Ammo, was es gibt in der Season. Deswegen wirft er das an mir hin. Eine einzelne Blüte des Blutes der Mutter, die langsam unter Glas verwelkt. Ah ja, gut. Eine von den Lithblüten. Was ist dort unten? Es scheint, als wäre unsere Gruft in Wahrheit eine Krypta. Noch eine Ablenkung für eventuelle Grabräuber? Das wären dann wohl wir. Was ist das für ein Talisman? Ein von der Mutter höchstpersönlich gesegnetes Relikt. Ein Symbol des freien Willens, den sie uns geschenkt hat. Seine Macht wird seit ihrem Tod mit jedem Tag schwächer. Aber er wird halten. Okay. Und da stieg ins Unbekannte. Ja. Hier haben wir schön von dämonischer Korruption Dungeon. So sieht das eigentlich immer überall aus, wo Lilith lang gegangen ist. Oh, eine verrostete Tafel, die anscheinend Audio-Doch ist. Heiliger Akkarat. Alle wir überreichen euch den Körper eures gefallenen Dieners Kehegan Sankekur. Tragt sein Geist aus dieser befleckten Hülle hinfort und lasst niemanden das Böse stören, das zurückbleibt. Okay. Noch ein paar mehr von, oder? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Da ist so ein Dämonensymbol. Haben gerade zwei Zombies raus. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Die ganze Zeit drauf, ob irgendwo nochmal so ein Pfosten ist. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay, hier haben wir eine schöne Wucherung. Mach das mal weg. Der Talisman hält für den Moment. Finden wir unsere Leiche. Also die Gegner von Lokran werden. Er macht auch hier die schönen Symbole. Verwendet Lokrans Talisman. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay. Nochmal. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Also ich explodiere mich nach der Zeit. Jetzt die ganze Korruption hier weg. Hier ist so ein schönes Gerippe. Das sieht richtig cool aus. Was haben wir da? Grabgefäß. Auch nochmal näher anschauen. Möge das Licht die Ohren versiegeln, die sich an unseren Schreien ergötzt haben. Mögen sie nur Stille vernehmen. Worden des Sankekur. Elende Zuckerhum-Metzger!
In wie viele Stücke haben sie ihn geschnitten? Da steht doch mal, möge das Licht die Ohren versiegeln. Ein an Paulige Untergruppe gebunden. Ach so, ja, an die Ort hier. Sinn. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Naja, die Zerkarung. Schön in kleine Stückchen zerschnitten. Ich bin noch nicht bereit. Wie ist es damals mit, in der Sony 107. Ich kann sagen, wie sie es damals mit Dr. Cool gemacht haben, aber waren die 107. In seinen Kopf rum Blut und was einzeln zu zerteilen. Da gibt's Sinn halt, wenn der hier, der Quehegan Sankikur, der Typ, quasi ja von Hass zerfressen war. Ihr Face quasi ein Vessel of Hatred war. Haben sie nämlich flach gemacht. Sind die Angriffe von ihm, oder? Guckt ja auch so was, so als Mage-Angriff. Sieht cool aus. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich gehe mal von aus, hier geht's lang. Da oben ist wahrscheinlich hier eine Sackgasse. Ich will jetzt sehen, ob da vielleicht noch ein Audio-Log in irgendeiner Sackgasse ist. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Nicht, dass ich was verpasse. Da kommt nur so eine torkelnde Leiche. Hier ist irgendwie so eine große Hand. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Sieht manchmal ein bisschen weird aussieht, das ganze Korruptionszeugs. Nehmen wir mal so Gesichter oder Hände. Hier oben ist auch irgendwie ein Podest oder so. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay, was haben wir hier? Nächstes Körperteil. Oh, lock an. Irgendwo muss wieder so eine Urne sein. Oder? Nein, der Talisman schwindet. Gebt ihn mir. Talisman platzieren. Halt, die nach vorne lockern werden. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Entschuldigung. Was haben wir da? Ein Geist mit einem Kreis. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay, noch ein paar Mobs. Und was haben wir da? Kriegen wir ein schönes Audiolog beim Gefäß. Und ein Körperteil, ein Grabgefäß. Möge das Licht die Zunge binden, die unseren Glauben vergiftet hat. Möge sie nie wieder für den Hass sprechen. Ja, Gebet des Paladins. Das sind immer so Gebete, die quasi auf diese Uhren drauf schreiben. Möge das Licht die Zunge binden, die unseren Glauben vergiftet hat. Ja, wie so als Protection nochmal extra. Auf den Gefäßen drauf. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Hier haben wir so ein Gesicht. Ich meine, die haben so. Hier, Nase, Mund, Augen. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Gut, der Raum hier sieht sehr geil aus. Hier ist quasi jetzt ein richtiger Leichnam auch. Eben hatten wir diesen großen Sarg, der aber nur im Eingang war. Sankikur höchstpersönlich. Hier ist die Leiche. Fast unversehrt. Dort drüben scheint allerdings noch ein letztes Glas zu stehen. Ja. Mich erstmal umsehen. Dämonische Pupseln. Grässliche Auswüchse sprießen wie Unkraut durch die Risse im Boden der Gruft selbst. Unter Tonnen von Stein versucht Mephistos Hass hochzukommen. Okay, das ist dann quasi das, was wir wahrscheinlich überall in Kuras sehen werden. Oder den ganzen Handtuch unten. Im Addon. So, Mephistos Korruption überall aus dem Boden raus sprießt. Dann hier, korrodierte Steinplatte. Da stand irgendwas drauf. Die Steine auf dem Boden sind Namen mit Zakarum-Kreuzen eingraviert. Geleb, Maffa, Bren, Wyand und Ismael. Okay, ja, Geleb kenne ich. Ja, Ismael auch. Was fehlt da noch? Ist halt Thor Eisfist oder sowas? Wie heißt er?
Haben wir das in die Typen halt vom das ist der High Council aus Diablo 2 normalerweise. Ich meine, da fehlt einer. Kann auch sein, dass irgendeiner von der Ice Fist ist. Ich meine, da hieß irgendwas mit T eigentlich. Ich weiß nicht noch, dass da ein Typ mal in Hardcore gekillt wurde in D2 von. So, den Sarg kann ich nur so halb auswählen. Die Leiche kann ich mir anschauen. Das geschwärzte Fleisch ist eingesunken und verhärtet. Die Fäuste sind fest geballt. Und obwohl die Augenhöhlen leer sind, fühlt man sich von ihrem Blick beobachtet, der sich direkt durch einen durchbrennt. Schauen wir uns mal an. Ah, komm, lass mich einmal hier rum. Damit ich tauchen kann. Ja, so ein bisschen hier korrumpierte Leiche. Aber so ein bisschen verwuchert. Sieht man da nicht so gut. Ist nicht hell genug. Aber der hat auch wie so eine Art... Ich weiß nicht, ob das eine Art Äther ist oder sowas in der Mitte. Oder irgendein Soulstone oder so. Aber der hat hier so ein leuchtendes Ding in der Mitte. Okay, letztes Gefäß, das ist auch schon offen. Licht blendet die Augen, die zusahen, wie unsere Unschuldigen brannten. Lasst sie in der Dunkelheit verrotten. Gefäß hat einen Riss, die Augen fehlen. Ja, wo sind die Augen, Lockran? Wo sind Dankwikurs Augen? Die Augen sind verloren, wir können den Körper nicht vervollständigen. Nein, wir können nicht zulassen, dass diese Macht existiert. Die Triune wird sie an sich nehmen, den Schleier aufreißen und die Hölle wird losbrechen. Hier so. Nach allem, was ich getan habe, allem, was ich geopfert habe, ich... Moment, das ist es. Ja, wir können uns alle denken, was er macht. Er reißt sich sein Auge raus. Ach, Lockran. Es ist perfekt. Das Blut der Willigen, um das Gefäß des Hasses zu reinigen. Aber er hat sich nur ein Auge rausgerissen, nicht beide. Wir können beginnen. Bringt die anderen Teile zur Leiche zurück. Da ist sein Auge. Ach, Lockran. Nehmt Lockrans Auge. Reden wir nochmal mit ihm vorher. Das fühlt sich wirklich falsch an. Wollt ihr die Triune aufhalten? Die Fluten der Hölle zurückschlagen? Das ist die einzige Möglichkeit. Eieiei, aber euer Auge. Eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was ich verloren habe. Und an mich gerissen habe. Okay, dann platzieren wir mal den Talisman. Da hängt es da unten zum Schutz von uns. Führt die Stücke Sankikurs wieder zusammen. Mit Lockrans Auge. Bei der Macht der Mutter. Wir binden den Hass ihres Vaters, des Herrn. Wir reißen ihn aus diesem beschädigten Gefäß. Und verbannen ihn zurück in den Abgrund. Die Leiche des Sankiku. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Die Triune wird niemals an. Wir kennen euch, Zauberin. Aufmüpfige Novizin. Mach mal der Scheck bitte. Euer Würfel ist gefallen. Das Zeitalter des Hasses bricht an. Wir erheben uns, um ihm entgegenzutreten. Ich würde ihm das aufdrehen lassen. Noch dran da gerade. Okay, Macher hat der Schreckliche hier. Machen wir nicht kaputt. Den der Namen bei hinten auch eingraviert. In den Abgrund! Ich habe
Ich habe unseren Untergang gesehen. Okay. Was für den Höllen ist gerade passiert? Ich habe Sankekurs Körper gereinigt und den Dämon beseitigt, der darauf folgte. Aber mein Auge... Ich konnte in das Reich des Hasses blicken. Selbst ohne Mephisto erheben sich seine Legionen. Gibt's auch so einen schönen Eingang hin. Sie sich gegen den Schleier. Und die Triune hat ihn schon zu stark beschädigt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Hölle wird Sanctuario erobern. Ich glaube, ich muss hier raus. Ich muss nachdenken. Trefft mich draußen. Ja, ja. Hier neben, das ist ja so eine Art auch Höllenportal, immer nicht so rausgeblabbert. Ja, Council-Member. Der Maffer. Okay, sprecht in den Ruin von Lakrat mit ihm. Gut, dann machen wir dann schon verlassen, dann sind wir direkt in den Ruin. Und können nochmal mit Lokran genauer reden. Müssen wir wohl nochmal das Höllenportal schließen. Da hängt er. Wie so ein Würstchen. Hat er diesen Rauch auf sich oder ist er aber hier so? Was war das für ein Dämon im Grab? Ich habe bisher nur von ihnen gelesen. Er war einst ein Mensch. Natürlich ja. Einer der 7 Hohepriester des Lichts. Von Mephisto selbst verderbt, wie auch Sankekur. Wie er dort erschien, weiß ich nicht. Naja, diese Council-Member, das waren ja eigentlich Zagarum unten in Tavinkal quasi, aber die wurden ja langsam von Mephisto korrumpiert und zu den Ligern. Die Hölle ist also wirklich im Anmarsch, können wir denn nichts tun? Die Hölle ist endlos. Tötet so viele der Triune, wie ihr wollt. Schlachtet die Legionen auf allen Kontinenten ab. Die Hölle marschiert weiter, bis sie durch den Schleier bricht. Es bleibt nur noch eines, was wir tun können. Ich kann euch durch das Höllentor bringen. Und ihr könnt den Dämonen in ihrem eigenen Reich begegnen. Sie schreiend an den Rand des Abgrunds treiben. Vielleicht erkämpft ihr uns. Erkämpft ihr der Menschheit die Zeit, eine andere Möglichkeit zu finden. Oder einen Moment Frieden, bevor alles endet. Ich erwarte euch am Höllentor. Okay. Ich finde die Stimme von dem Dämon ist ziemlich geil. Diese schöne, tiefe, bassige Stimme. Erinnert mich immer an die Stimme von Dings, von Mephisto selber. Oh nein, Cutscenes und Trailern. Die haben eine relativ ähnliche Stimme, die Council Member. Auch wenn man hier Horde farmt, hört man die ab und zu mal im Hintergrund. Gut, lockern dann. Auf in die Hölle. Das Höllentor wartet. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, seit wir der Mutter hierher gefolgt sind. Seit war auch schon mal hier. Tränen aus Blut auf ein Wüstenjuwel regneten und der Weg zur Hölle entzweigerissen wurde. Das war mal Prophezeiung. Jetzt sind es nur noch wir beide und das Reich des Hasses. Möge die Mutter Zeugin unserer Wut werden. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Eingesetzt die Crater direkt. Macht man hier irgendwas an irgendeiner Stelle? Nö. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Vielleicht hier, glaube ich, auf der Plattform oder so. Ich meine, irgendwo hat er was gesagt auch. Ich bin noch nicht bereit, Mana. Ob jetzt der Steuer ist, ist vor der Tür. Okay. Die Tür sieht so geil aus immer. Dann machen wir doch dran. Das Tor scheint aus allen Nähten zu platzen. Es leuchtet. Normalerweise, ich glaube, das letzte Mal, wo wir hier waren, hat es nicht mehr geleuchtet. Warum tut ihr das? Auf meinem Weg hierher bin ich am alten Waisenhaus auf dem Bazar vorbeigekommen. Ich bin in einem solchen aufgewachsen. Keine blutsverwandte Familie. Aber Dutzende von Brüdern, Schwestern. Es war voll von solchen Kindern, als wir mit der Mutter dort ankamen. Einige von ihnen haben uns bekämpft. Eines davon war kaum 10 Jahre alt und hielt ein Holzbrett.
Ich habe mir eingeredet, ich würde dem Jungen die Schrecken ersparen, die ihn erwarten. Aber jetzt, wo ich hier stehe, kann ich mir vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Wissend, dass ich nicht gewinnen kann. Wissend, dass ich dennoch kämpfen muss. Vielleicht solltet ihr zurückbleiben. Ich muss mit euch kommen. Du bist noch einäugig. Ein Auge, aber ihr könnt nicht blindlings durch die Höllen gehen. Es liegt an mir, euch zur Quelle der Dämonen zu führen. Ich werde nicht versagen. Okay, alles gut, Lockdown. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Dämonen es durchbrechen. Das werden wir nicht. Der Dämon da drüben bringt mir sein Herz. Okay, er macht jetzt das Siegel auf und dann darf ich einfach so durch direkt. Eine von Nodan angebrachte Rune versiegelt das Tor zur Hölle. Sie summt vor radischer Magie. Normalerweise dreht jetzt hier links ein bisschen am Weibchen. Oh, wir haben noch daneben was. Ah, Dämonenherz. So eine Art Dämon ist das denn hier eigentlich? Ein Council-Member? Nee. Okay, gib Lokran das Herz. Gut. Ich werde das horadrische Siegel verzaubern. Dann können wir durch das Tor schlüpfen. Für alle außer uns wird es verschlossen bleiben. Ja. Sobald ja. wir es durchschritten haben, dient nicht, dieses Herz steht. Uns als Kompass. Es wird uns zur Quelle der Dämonen führen. Dort werdet ihr euch behaupten müssen. Ah, okay. Die Kompasse. Mhm. Seid ihr bereit? Deswegen ist es immer so ein Herz. Bewahrt uns. Was wohl so eine Art Kompass bildet. Ja, gut. Immer eine kleine Erklärung dafür. Hoffentlich. Bom, bom. Also gut. Folgt mir. Na dann, let's go. In die brennenden Höllen. Hier waren wir schon mal. Mit die coolste Location im ganzen Game. Allein auch hier, wenn durch das Portal durchkommt. Mutter, ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so... Ihr wohl auch? Ja, ja, ich... Hier geht es zur Quelle! Mhm. Ich bin noch nicht bereit. Einmal schön hier durchschnetzeln. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Der grausame Rat. Kehr zurück. Hier schon mit deinem Reden, wusste ich gar nicht mehr. Ich bin noch nicht bereit. Hier waren ein paar Kultisten. Zeit für die Vorbereitung. Warum kommen hier Höllenwürmer hoch? Da hat nicht mal irgendwas hingekotzt, der kam einfach nur auf den Boden. Kam nicht mal was raus. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay. Nein, nein, der Kompass schwindet. Ich muss ihn wiederbeleben. Haltet sich zurück. Jo. Spottendes Gelächter. Ich bin noch nicht bereit. Mach mal die Barriere auf. Oh. Ne, die leben selbst die toten Ritter wieder. Zeit für die Vorbereitung. Das haben die in der Introduction hier für die Season auch erklärt. Weswegen man da teilweise halt auch Ritter fightet quasi in den Infernal Hordes. Weil ja die Leichen von denen hier wiederbeleben. Zombie-mäßig. Zeit für die Vorbereitung. Die sind ja hier einmarschiert. Ich bin noch nicht bereit. Wie viele Bossmats man hier bekommt. Ich bin noch nicht bereit. Ja.
seinen Zweck erfüllt, die Tochter getötet, um den Herrn des Hasses zu befreien. Alles geplant. Hier sind die ganzen Leichen von den Rittern. Ich bin noch nicht bereit. Der Kompass schon wieder. Er kämpft mir etwas Zeit. Ja. Der Kompass findet, ich weiß. Ich bin noch nicht bereit. Okay, wir sind nah dran, wollte gerade sagen. Ich bin noch nicht bereit. Ja, der Rat redet sicherlich nochmal mit uns. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Also hier in der Hölle lohnt es sich, nämlich jeden Elite weg mitzunehmen. Ich muss aus jedem einfach Bossmantel raustroppen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin von der Chest wie eine Heldheit-Tour. Ja, nächsten Bossmantel. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Geh nochmal hinten in die eine Sackgasse. Und dann, weil hier so wahnsinnig viel droppt. Mal selbst hier oben vielleicht noch Elite sind. Das sind nur normale Boss. Ich bin noch nicht bereit. Ah, doch hier. Okay, die haben natürlich noch nichts gedroppt. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Droppen bitte was? Ja, droppt aber auch nichts. Ich bin noch nicht bereit. Gut. Ich bin noch nicht bereit. Kommen wir vielleicht nochmal ein Faber-Schlachtfeld. Ich bin noch nicht bereit. Das ist wirklich der beste Ashava-Fight. Eine der coolsten Szenen in der gesamten Kampagne, wo in der Hölle Ashava rausbricht. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Solche Szenen brauche ich in der Kampagne nochmal. Oder sowas könnte man auch mal nochmal irgendwie recyceln oder so, dass man Worldbosse irgendwie in einem Dungeon-Szenario fightet. Hier, da oben ist der Ashava-Fight. Hier ist mal richtiger Lava-Fluss. Haben wir vorher auch nicht so gesehen, oder? Geil. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Schon wieder kein Mana. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ja, hier war das Schlachtfeld dann, hier oben. Ja, ganz schlecht kann man sich nicht mehr anschauen. Hier ist auch nochmal diese andere Korruption, das was wir eben schon hatten, dieses Portal. Ja. Aber tiefer, deutlich tiefer. Tiefer? Also wir müssen nach unten gehen, Bresche in die Dunkelheit. Wir gehen durch so ein Ding durch. Weiter unten winden sich durch eine dünne Membran furchtbare Formen in bodenloser Dunkelheit, Klauen, Zähne, glühende Augen, die euch entgegenfallen. Und da wollen wir durchgehen? Ich muss einen Kanal nach unten öffnen! Ja, okay. Trifft uns unten. Gehen wir durch die dünne Membran. Die Höllenhorden. Wir werden erwartet. Okay. Ist auch hier immer diese Membran halt, wo die einzelnen Events spawnen. Hier ist irgendwie ein Fehler, ein Grafikfehler drauf. Ihr könnt sie nicht hier halten! Ihr wünscht also zu leiden.
unten so ein paar Dämonen. Es geht direkt weiter. Das Warpstor. Öffnet sich so geil. Ich bin irgendein Gröler. Okay, let's go. Tretet vor. So. Hier unten drunter. Irgendwas kennt er. Hier ist irgend so eine fleischige Masse. Hier sind so ein paar Schädel drin. Das ist das quasi, was eben auch beschrieben wurde, was quasi unter dieser dünnen Membran ist, was man sieht. Quasi irgendwelche Klauen und Schädel und fleischige Substanzen. Dann platzieren wir mal Lockrons Amulett. Hört mir zu, ihr Teufel! Die Wanderin ist gekommen, euch allen ein Ende zu bereiten! Umarmt mich, Mutter. Meine Aufgabe wird ihren Abschluss finden! Okay, in den Abgrund, Lockran. Saugt er Lockran aus. Achso, das müssen wir aktivieren. Ich bin noch nicht bereit. Lauft der Lockdown eigentlich das Leben aus? Oder andersrum? Ich will nochmal Lockdowns Amulett benutzen. Hey, darf ich nicht? Nee, ich darf nicht. Ja, ist so. Einer fällt. Ein anderer erhebt sich. Ja, zwei andere sogar. Ah ja, Amulett. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Mehr. Seht, wir sind wiedergeboren. Da kann man übrigens schön sehen, dass eigentlich alle Arten an Dämonen wieder auferstehen können. Auch hier so der High Council aus Diablo 2, der eigentlich schon mal gestorben ist, haben sie ja selber gesagt, sind wieder auferstanden. Bedeutet, jeder Dämon hier im Reich des Hasses oder auch in den anderen Reichen kann wieder aufstehen. Das heißt, auch Lilith könnte eigentlich auch wieder aufstehen, sich hier irgendwo in irgendeiner Fleischmasse wieder generieren. Deswegen ja der Eternal Conflict, weil die sich immer wieder wiederbeleben einfach. Also ist ja auch nicht unbedingt endgültig tot. Ich mir diese Dinger hier angesehen. Die reißen sich so die Gesichter runter. Und hier schöne Mephisto-Statuen. Hier Mephisto-Statuen. Na dann, reden wir mal mit Lockrun. Der sieht nicht so gut aus, der glüht so ein bisschen. Der brennt, glaube ich. Lockrun, was habt ihr getan? Mutter, ich habe meine Aufgabe zu Ende gebracht. Ich habe euch den Weg bereitet, aber sie werden niemals aufhören. Sagt mir, dass ihr sie aufhaltet. Sagt mir, dass es Hoffnung gibt. Ist er jetzt tot? Oh, er hat sich aufgelöst. Okay, und wodurch auch immer jetzt kommt hier ein Höllenportal, dass wir hier raus können. Keine Ahnung, wer das gemacht hat. Lockran hat sich einfach in Luft aufgelöst. Verbrannt. Ja, die Tüten reden mit einem. Ja, das ist jetzt quasi das Intro hier für einen Höllenkompass. Punkt.
Gut, da wir beim Story-Playthrough sind, brauche ich das nicht unbedingt machen. Sondern wir gehen jetzt einmal noch nach hier. Und wir reden nochmal mit Issel. Und ich meine nämlich, Issel referiert jetzt nochmal darauf, dass eigentlich Lockran tot ist, weil sie kannte ihn ja eigentlich auch. Guck mal, diese Story geht sogar ein bisschen länger. Das Video geht fast eine Stunde. Hier ist kein Lockran mehr. Also die eigentliche Höllenhorn-Quest geht deutlich länger als die normale Season-Quest. Guck mal hier, sie hat was, was sie mit uns reden will. Ich sollte wissen, was Lockran und ich herausgefunden haben. Die Hölle kommt also, egal was passiert. Das passt ja zu diesem Ziegenschiss einer Existenz, die wir führen. Lokran starb trotzdem dabei, euch im Kampf dagegen zu helfen, nicht wahr? Der verdammte Idiot hat mich auf seiner Jagd nach Hoffnung immer mitgezerrt. Ich schätze, ich kann noch eine Weile länger mitziehen, um euch unter die Arme zu greifen, bevor die Hölle wirklich losbricht. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Ja. Sie greift uns ein bisschen unter die Arme. Sie gibt uns nämlich for free ein paar Beutelchen. Okay. Das war die gesamte Season-Quest jetzt. Wirklich die Season-Quest in Kombination mit der Lockrun-Quest. Ja, auf jeden Fall nice. Würde ich sagen. Leitet eigentlich ganz gut dann auch das Addon wieder ein. Weil wird ja ganz angesprochen, dass Mephisto ja, wieder dabei ist, eigentlich wieder aufzuerstehen. Dass über die Hölle ein bisschen ausbricht. Passt. Okay, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.